Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, aka Toto. Beim Clan, ich glaube, es ist der Clan Flash Boys. Ja, ihr habt das gelesen, Account weg, was nun? Ja, was macht man? Macht's einfach wie ich, fangt einen neuen Account an und dann wird das alles locker. Versucht irgendwie die 4 Bauarbeiter zu bekommen. Das probiere ich hier nämlich. Und ich komme aber gleich mal nochmal auf das Thema Konto zu sprechen. Also ich versuche hier mit diesem Account auch die 1250 sind es, glaube ich, die ich hier machen muss. Oh, hier bin ich nicht richtig. Die 1250 Pokale für 450 Juwelen. Denn wenn man ja neu anfängt, dann hat man ja erstmal nur 2 Bauarbeiter. Den dritten habe ich mir schon erschnort. Ihr seht das hier, das Dorf ist auch blank. Und tatsächlich bekommt man relativ schnell den dritten, also die 500 Juwelen für den dritten Bauarbeiter. Denn man hat ja auch Errungenschaften im Nachtdorf. Ja, da kriegt man ja auch den einen oder anderen Juwel und kann dort ja auch ein bisschen abernten. Also das geht dann, ich muss sagen, es geht mittlerweile relativ zügig. Aber lange, kurze Rede, kurzer Sinn. Brr. Wir gehen hier voll rein ins Geschehen. Ich will unbedingt Pokale machen, denn ich verliere auch immer ganz, ganz gut Pokale hier. Und um aber nochmal auf den Account zu kommen, ja, ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, also mir schon mal ein Google-Account abhandengekommen in der Tat. Nämlich der vom Alex. Der Alex hat einfach mal gedacht, oh, ich mache mir einen neuen YouTube-Channel, dafür brauche ich eine neue E-Mail-Adresse, deswegen lösche ich einfach mal meinen Google-Account und lege mir einen neuen an. Ja, ich war dann, ich weiß noch, wie ich nichts weiß. Ich kam damals gerade so aus dem Büro und habe gedacht, oh, was kommt da denn für eine Meldung? Und dann stand da so in meinem Handy-Display, der Account Alex360 wurde gelöscht. Ich so, jo, okay, oh Gott, was machst du denn jetzt? Ja, was macht man dann eigentlich? Entweder wendet man sich an den Google-Account, dass man sein Konto irgendwo wiederbekommt, denn es ist ja noch nicht wirklich gelöscht. Oder aber man macht das so wie ich, man richtet sich einen Account ein, der ein sogenannter Sicherungsaccount ist. Das heißt also, ich habe nochmal eine zusätzliche E-Mail-Adresse vor allen Dingen angegeben, wo ich letztendlich immer Nachricht bekomme, wenn irgendwas an meinen Konten verändert wird. Ja, und ich konnte natürlich das Konto dann hier zu Hause binnen, ja, ich hätte fast gesagt Minuten wiederherstellen, denn das war ja noch nicht wirklich gelöscht, sondern das steht erstmal zur Löschung an. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Wochen das dann bei Google ist. Bei Apple kenne ich es leider gar nicht, aber ich glaube, bei Apple wird sowieso alles in der iCloud gesichert. Bei Google natürlich auch, nämlich im Google Drive, wenn man das dann auch angibt, dass bitte alles schön gespeichert wird. Also es sind keine Daten verloren gegangen und um mich natürlich überhaupt vom Missbrauch von Accounts zu schützen. Das heißt also, wenn mein Account mal gehackt wird oder mein Konto missbraucht wird, benutze ich immer eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifikation. Das heißt also, wenn ich mich an einem neuen Android-Gerät anmelde, dann muss ich natürlich erstmal mein Kennwort eingeben. Ich mache das ja häufiger mal, gerade hier an den Emulatoren, wo ich mir jetzt gerade wieder einen Wolf suche nach einer Base. Entschuldigt bitte. Und dort anmelde, muss ich mein Kennwort eingeben und danach bekomme ich nochmal eine SMS gesendet mit einem Zahlenschlüssel und den Zahlenschlüssel muss ich dann nochmal zusätzlich eingeben. Also so ein kleiner doppelter Schutz. Das habe ich eigentlich bei ganz, ganz vielen Konten, die ich so habe. Und der ist glaube ich mal ganz nett. Das sind aber nur 16 Pokale. Ist aber nicht so schlimm, denn das Schlimme an diesem Dorf hier ist der Minenwerfer und den nehmen wir erstmal mit. Ich brauche hier nichts mehr. Außer ein paar Pokale in diesem Dorf hier. Also nehmen wir den erstmal mit hier und mal gucken, wie das hier so wird. Ja, und ich habe das eigentlich mit fast allen meinen Accounts so, dass ich nochmal eine Zwei-Faktor-Authentifikation habe. Also die das anbieten. Ich nenne mal ein Beispiel Uplay zum Beispiel oder auch Origin. Bieten alle mittlerweile Zwei-Faktor-Authentifikation an. Und dann nutze ich die natürlich auch. Hinzu kommt noch, dass ich mir auch meine Accountdaten immer eigentlich an mehrere Stellen wegschreibe. Das liegt einfach daran, dass es euch sicherlich auch schon mal passiert. Ihr habt irgendwann mal euer Handy eingerichtet oder euer Mobilgerät, Tablet, was auch immer. Und bekommt ein neues, müsst ihr euch euren Google-Account eingeben und dann, wo ist mein Kennwort? Oh ja, wo ist mein Kennwort?
und ich habe es nicht mehr. Ich bewahre sowas immer in einem kleinen Programm auf, nennt sich Keeper, es ist Freeware. Das gibt es einmal portable, also für USB-Sticks zum Beispiel. Und es gibt auch eine Installversion. Dort liegt das Ganze nochmal verkryptet und passwortgeschützt in einem kleinen Software-Cache oder Safe, so will ich es mal benennen. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine App. Und die Dateien sichere ich mir dann auch noch zusätzlich weg, denn ich habe mittlerweile so viele Accounts, wo ich wirklich, die schon wirklich sehr, sehr alt sind, vor allen Dingen auch. Auch da kann ich ein Beispiel nennen. Yahoo zum Beispiel, ein Yahoo-Account oder auch meine ICQ-Zugang, mein ICQ-Zugang, der ist so richtig alt, der ist nämlich noch fünfstellig, ja, das gibt es heute gar nicht mehr, eine fünfstellige ICQ-Nummer. Und die sind so alt, die Zugänge, da würde ich mich mal lebtag nicht mehr dran erinnern. Und deswegen, sichert eure Daten, sichert euch ein bisschen ab, auch was hier die Authentifikation hier im Google oder bei Apple angeht. Wie gesagt, bei Apple, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass vieles dort in die iCloud gesichert wird, weil einer meiner Jungs hatte ja mal ein Apple, oder ich habe ihn ja Apple-Verräter genannt, weil wir hier eigentlich nur Android im Haus einsetzen. So, ich baue einfach mal nach hier. Ich baue mal ein bisschen verschiedene Armeen hier. Noch sind wir ja weit entfernt von den 1250 und ich habe noch 10 Stunden Schild. Deswegen fahren wir hier mal ein bisschen weiter. Eigentlich könnte man ja auch mal ein bisschen mehr Pokale machen, aber ich gucke mal, hier in der Vergeltung macht man ja eigentlich mal ein paar mehr Pokale. Nur, ihr seht das hier, also die Vergeltung auch bei meinen anderen Chars, das funktioniert nicht wirklich. Die ganze Welt hat Schild, außer ich, habe ich manchmal das Gefühl. Und hier können wir mal einen vergelten, aber der ist viel zu schwer und für 11 Pokale, das brauche ich nicht angehen. Ja, und deswegen suche ich lieber immer wieder ein bisschen was Neues, damit ich mir endlich den vierten Bauarbeiter kaufen kann, also mit Juwelen, also ein kompletter Free-to-Play-Account hier. Denn mit 4 Bauarbeitern geht es doch schon ein bisschen geschmeidiger los, denn mein Dorf, ihr habt das ja gesehen, das ist in RH5, maxed out schon lange. Und das, was jetzt eigentlich noch so lange dauert, sind die Minen und Sammler. Die will ich unbedingt hoch haben und die gehen ja bei Rathauslevel 5 gehen die auf 10 hoch. Ja, also nochmal 2 Level gegenüber 4, da gehen die bis 8 hoch. Und gerade 9 und 10 sind immer 2 Tage und dann nochmal 3 Tage drauf. Das dauert dann doch schon, da muss man wirklich viel Geduld haben. Und diese Engelsgeduld, die haben auch nicht alle, also viele sagen sich dann, ah nee, komm, ich habe jetzt mein Rathaus fertig, meine Defense ist fertig, dann lege ich jetzt auch los und, ja, ich will nicht sagen, rushe drauf los, aber dann werden die immer mal gern vergessen und ich habe das auch schon mal gesagt, Minen und Sammler darf man nicht zurückstellen, denn das sind Sachen, die sammeln ja für dich in der Zeit, wo du nicht spielst und je größer sie natürlich sind, desto mehr sammeln sie, also das summiert sich, das glaubt man gar nicht und auch eben Clankrieg ist so ein Maxed-Out-Sammler, so will ich mal benennen. Nicht gerade unwichtig, denn der hat viel, viel mehr Hitpoints als so ein, ich sag mal, so ein Level 6-Sammler. Also viele machen den ja nur auf 5, weil 5 brauchst du, glaube ich, maximal, um auch mal in den Boost-Modus reinzugehen. Und so ein kleiner Level 5-Sammler, der hat natürlich nur so ein paar Hitpoints. Oh, der ist ganz gut für uns hier, denke ich mal. Denn wir brauchen ein bisschen Elex, der ist natürlich ziemlich stark. Ah, der ist ziemlich stark. Ich glaube, der ist ein bisschen zu hoch für uns, die Nummer hier. Aber egal, wir gehen mal rein. Mal gucken, wie sich hier meine Zweierriesen hier irgendwie schlagen. Muss mal schon ein bisschen mit reinblitzen. Was habe ich in der Clanburg? Okay, da habe ich so ein paar Magier drin. Mal gucken, ob ich hier nicht ein bisschen am Rand jetzt was rausholen kann. Denn die werden natürlich, ich denke mal, die werden da nicht weit kommen. Und aber vielleicht komme ich hier ja am Rand hier noch mit so ein paar Truppen rein, so dass ich wenigstens meinen Elex-Haushalt wieder ein bisschen hochhalten kann. Und das werden ja nie im Leben hier jetzt 50%. Das ist auch ein Rathaus 7 hier, glaube ich, oder ein 6er ist es. Der ist noch ein bisschen heavy für mich. Also mit meinen Truppen, da geht leider nicht mehr. Und ich snaggle mir hier hinten jetzt aber noch ein bisschen das Elex raus und dann haben wir hier miese Pokale gemacht. Ja, musste ich jetzt einfach mal machen, denn ihr habt das oben gesehen. Ich hatte kaum noch Elex, um was nachzubauen. Und deswegen machen wir so ein paar Prozent. Okay, das brauchen wir nicht mehr machen, denn Gold brauchen wir gar nicht mehr.
Und dann würde ich sagen, ich bilde einfach mal aus, dann wird das ein bisschen länger hier. Ich mache eben eine Pause und dann fahren wir einfach weiter. Ich brauche jetzt nur noch 12 Pokale, denn ich habe so ein bisschen weitergespielt, also zwischen den vielen CKs, die ich ja so mache mit den anderen Chars und noch einem Clankrieg, habe ich mich aber jetzt echt mal dazu durchgedrungen, hier ein bisschen weiterzumachen. Und jeder, den ich hier angreife, hat Ballons in der Clanburg. Das ist nicht normal. Also gegen wie viele Ballons ich mich heute Abend hier gewehrt habe, das ist auch nicht normal, aber ich habe Riesen in der Clanburg. Das lässt schon mal so ein bisschen was hoffen. Und ich lock die jetzt ganz hier hinten hin. Ganz hier hinten hin, damit ich die jetzt auch kaputt kriege. Denn ihr seht selber, ich habe echt nicht viele, viele Bogenschützen dabei. Und glücklicherweise sind dieses Mal die Loons nicht so stark. Nicht Hogs, Loons. Nicht so stark, denn bei den anderen Angriffen, die ich hier gemacht habe, da waren die immer alle maxed out und ich hatte echt Sorge, dass ich hier überhaupt meine ganzen Bogenschützen hier nur dafür verbrate, dass ich hier die Clanburg schaffe. So, jetzt wollen wir aber wirklich mal diese Base hier schaffen und ich gucke mal, es muss auf jeden Fall fallen, der hier, der muss in jedem Fall fallen. Und ich habe jetzt ein paar Magier dahinter. So, habe ein paar Riesen am Start. Ich setze mal die Bogenschützen hier von rechts weiter rein, denn ich habe keinen Flächenschaden mehr in der Base. Und deswegen können die hier hoffentlich hinter den Riesen richtig schön weiterrocken. Und ich brauche noch 12 Pokale für den Erfolg hier, die 1250 Juwelen. Und das sieht im Moment, ja, das sieht ganz gut aus. Ja, ihr habt das ja gesehen. Das ist einer meiner Chars hier. Ich habe den total vergessen. Ich habe den schon vor langer Zeit angefangen. Und ich fand das jetzt mal ganz, ganz pässlich. Auch mit diesen ganzen Passwort- und Account-Geschichten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass ich mal was ganz, ganz anderes bringe aus dem wirklich Low-Level-Bereich hier. Denn das ist nach wie vor auch Clash of Clans. Und ich spiele ja mit diesem Account hier nicht so wirklich viele CKs. Ihr seht das hier. Ja, ich hab den Erfolg. Hurra! Ich habe den Erfolg. Yes, 450 Stück dazu. Und ich kann mir den. Wo ist er eigentlich? Ich glaube hier, ne? Ressourcen. Ja, ich kann mir den vierten Bauarbeiter gönnen. Ja, da ist er gut platziert. Und dann kann er auch gleich sein Werk aufnehmen und dieses Ding hier absammeln. Dass nach wie vor hier Clash of Clans ist und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich auch sowas hier bringen kann. Stoße jetzt einen, ich glaube, ich, ja, es ist glaube ich ein Sammler. Ich stoße hier einen Sammler an auf 2 Tage, denn dafür ist der vierte Bob da. Habe ich noch was abzugrasen hier? Nee, ich habe nichts mehr abzugrasen. Also, ich bleibe hier mit diesem Account auch für euch hier am Ball, auch wenn ich hier wirklich nicht viel mache. Also, ich bin sogar mal im CK gelistet. Hurra! Ja, ist ja eher selten, denn ich habe erst 7 CK-Sterne, glaube ich. Jawohl. Und meine nächste Errungenschaft sind dann natürlich die. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube, es sind die, ja, 10. 10 Sterne für deinen Clan. Ich hoffe, das schaffe ich das mal. Und ich bleibe auf jeden Fall für euch hier am Ball mit meinem kleinen Accounts hier, die ich auch oftmals vergesse, aber sie sind nicht tot, sie leben. Bis dahin, euer Toto. Flasht.